Wenn Rüdes Balke auf andere Hunde trifft, gerät er völlig außer sich. Situationen, die ganz schnell gefährlich werden. Hallo. Also man ist danach echt erstmal fix und fertig und braucht keinen zweiten Hund, der dann vielleicht an einem vorbeigeht. Und Basset-Hündin Mary. Wenn Halterin und Schalke-Fan Ingrid die Wohnung verlässt, bricht bei Mary pure Panik und Verzweiflung aus. Wenn sie da so weint und jault, so möchte ich meinen Hund nicht haben, so traurig. Zwei neue spannende Fälle für Hundecoach Andreas Ohligschläger. Willkommen zu Hunde verstehen mit Andreas Ohligschläger. Er ist heute im Rhein-Sieg-Kreis unterwegs. In Eitorf braucht eine junge Familie seine Hilfe. Es gibt Hunde, die sind zu Hause absolut pflegeleicht. Mit ihren Menschen haben sie keine Probleme. Geht's allerdings nach draußen in Hundebegegnungen, beginnt der Stress. Melanie, Jochen und ihr Hund Spike haben genau so ein Problem. Mit brav an der Leine ist bei Schweizer Sennenhund Spike sofort Schluss, sobald am Horizont ein Hund auftaucht. Er hat halt wahnsinnigen Drang, zu dem anderen Hund zu kommen. Geht unheimlich in die Leine, zieht extrem, stellt sich teilweise auf die Hinterpfoten. Da wird er sehr rüpelhaft. Doch zu Hause bei Melanie und Jochen, die beide als Immobilienmakler arbeiten, zeigt er sich von seiner besten Seite. Als braver Familienhund und toller Kinderkumpel. Wir haben die drei Jungs, Phil wird 14, der Ben ist 11 und der Nick ist 8. Und ja gut, die sind sehr sportlich aktiv, also Fußball begleitet hier unser Leben. Wir machen halt viel im Garten, sind viel draußen, das ist so unser Leben hier quasi. Als Spike vor 4 Monaten in die Familie kam, war er bereits 8 Jahre alt. Seine Vorbesitzer hatten sich getrennt. Melanie und Jochen übernahmen ihn und er ist längst allen ans Herz gewachsen. Das ging sehr schnell, dass er da Teil der Familie geworden ist. Und ja, auch die Freunde der Kinder, die kommen immer sofort fragen, wo ist der Hund, warum bellt er denn nicht, ne? Wo ist er denn? Also er gehört einfach mittlerweile auch dazu. Und doch gibt es Probleme. Ein älterer Hund, der neu in eine Familie kommt, nicht einfach. Das erste Treffen ist auch für den Coach immer ein besonderer Moment. Nie weiß er, was ihn erwartet. Hallo Andreas. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich klingel, die Tür geht auf, Melanie kommt, aber wer kam zuerst? Spike. Ich habe grundsätzlich ein Problem damit, wenn ich irgendwo Leute besuchen gehe und dann kommt erstmal der Hund. Könntest du mich doch mal begrüßen? Hallo Andreas. Aber ohne Hund? Kann ich machen, ja. Dann Spike. Bitte ich noch mal den Hund rein. Spike. Mir kommt es darauf an, dass wenn an der Türe der Hund zuerst die Fahrkarten abknipst, dass der Mensch die Führung übernimmt. Heißt, der Hund soll hinten bleiben, der Mensch vorne. Weil es kann auch schon mal passieren, dass der Hund dann an einem vorbeiläuft, läuft vielleicht auf die Straße, kommt ein Auto und dann ist nicht so prickelnd. Jetzt ist so ist super. Jetzt komm ich rein. Gerne. Komm durch. Der Coach hat eben seine Prinzipien. Und Spike zeigt sich nun von seiner besten Seite. Ihr habt mich gerufen. Warum? Ich sehe hier so einen ausgeglichenen, entspannten Hund. Der ausgeglichene, entspannte Hund ist eigentlich auch genauso, bis er an der Leine an anderen Hunden vorbei muss. Das ist das Problem. Je enger der Weg, desto größer das Problem. Er ist da schon sehr präsent und dominant, sage ich jetzt mal so. Bei dir auch? Auch bei mir geht er in die Leine und auch ich habe Kraftanstrengungen, muss Kraftanstrengungen bemühen, um ihn da wieder rauszuholen. Okay. Euer erster Hund? Bei mir tatsächlich ja. Ich habe einen Familienhund damals gehabt. Meine Eltern hatten mit uns quasi zusammen einen Berner Sennenhund, der relativ unauffällig war, eher zurückgezogen, introvertiert. Mhm. Also dieses in die Leine gehen kannte ich so nicht. Okay. Von daher ist das jetzt Neuland für uns. Ja, okay. Nur für mich. Was ist euer Wunsch? Also der Wunsch wäre tatsächlich, dass wir es schaffen, mit ihm normal an der Leine an einem anderen Hund vorbeizugehen. Sollen wir da mal versuchen, darauf hinzuarbeiten? Sehr gerne. Das wäre schön. Das wäre prima. Gut, machen wir das doch. Genau. Gut. Auf geht's, ans Ufer der Sieg. Nur wenige Minuten vom Haus entfernt. Alles ganz entspannt, oder? Doch es dauert nicht lange, bis sich ein fremder Hund nähert. Mach einfach mal so, wie du immer vorbeigehst. Ja. Und ich schau's mir an. Spike, live, live, Spike. Watch. Doch Spike ist schon auf der Lauer. Spike? Normalerweise wird er das hier jetzt bleib. Mit Klickert los versuchen. Bleib. Okay, alles klar. Bleib. Bleib. Okay, alles klar. Komm. Entschuldigung, ich bräuchte euch noch mal ganz kurz. Ja? Spike? Hey, sitz. Sitz. Du sprichst zu viel. Ja. Also zu viel in
im Training, also in der Erziehung. Du bist nicht in der Beziehung. Ich habe relativ schnell gemerkt, Jochen ist unsicher, redet viel, ist zu hektisch. Und Spike wurde es auch. Was ich mache, ist, ich erziehe ihn nicht, ich diskutiere nicht, sondern ich gehe meinen Weg. Achtung, Timing. Und wieder raus aus der Situation. Jonglieren. Jonglieren. Grenze. Good boy. Good boy. Super, komm Schatz, ja fein! War schon sehr, sehr beeindruckend, wie schnell er da quasi den Spike so auf Spur hatte, dass er mit ihm an lockerer Leine quasi an dem anderen Hund vorbeigehen konnte. Ja, bemerkenswert und zeigt uns eigentlich, wo es hingehen soll. Willst du mal versuchen? Ja, auf jeden Fall, dafür bin ich ja hier. Also immer diesen Wechsel zwischen Chaka, rum, ruhig bleiben, dran vorbeigehen, bei dir bleiben. Ja. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass der Hundebesitzer sich nicht auf die Energie des Hundes einlässt. Wenn der Hund anfängt, hektisch zu werden, müssen wir ruhig bleiben. Wenn der Hund anfängt, in die Leine reinzuziehen, bleiben wir wieder bei uns. Lassen wir uns auf die Energie des Hundes ein, klappt's nicht. Und das spürt der Hund. Hunde spiegeln das Verhalten ihrer Menschen. Schafft Jochen es, seinem Hund nun Ruhe und Sicherheit zu vermitteln? Du bist so cool, du bist so cool, du bist so cool, du bist so cool, du bist so cool. Ich liebe es, wenn die Leute merken, ich kann das. Andreas hat es mir zwar gezeigt, aber ich kann es auch selber. Und ich werde in der Zukunft es schaffen, auch ohne Andreas genau diese Wege zu gehen. Das finde ich echt toll, das freut mich immer. Aber wird dies auch ein weiteres Mal bei einem anderen Hund klappen? Ein Stückchen Abstand. Hallo. Hallo. Leider nein. Entschuldigung. Einmal kurz stehen bleiben, bitte. Weil wir brauchen diese Situation am besten nochmal. In solchen Fällen ist es enorm wichtig, dass man positiv beendet. Also, wenn es mal nicht klappt, nochmal in die Situation rein, meistern, sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, hast du toll gemacht, den Hund kurz loben und auch positiv beenden. Brauchst du mich als Unterstützung oder gehst du allein? Ich versuch's alleine. Super. Auch Melanie soll ein Erfolgserlebnis haben. Doch das geht schief. Bleib ruhig. Ich bin da. Wir gehen wieder zurück. Der Umgang da mit Spike hat sehr deutlich gezeigt, wie es halt aussehen kann, wenn ich ihn an der Leine habe und er dann wirklich völlig ausflippt. Also man ist danach echt erstmal fix und fertig und braucht keinen zweiten Hund, der dann vielleicht an einem vorbeigeht. Doch gemeinsam mit Andreas fühlt sich Melanie sicher. Und das überträgt sich auf Spike. Ein positiver Abschluss des ersten Trainingstages. Da ist noch Luft nach oben. Also Melanie hätte sich heute auf die Nase legen können, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Also, hier ist noch einiges zu tun. Aber ich bin guter Dinge, dass sie es schaffen. Ich habe noch Aufgaben für euch. Zum einen, sucht Begegnungen mit Hunden. Mhm. Erst auf Abstand, dann ein Stückchen näher. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Handyvideos machen könntet. Okay. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal bei mir im Revier. Freut mich sehr. Vielen Dank. Ich auch. Bis dann. Ciao. Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. Eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier. Hier werden Melanie, Jochen und Spike nicht nur vom Hundecoach gezeigt bekommen, wo es lang geht. In Gelsenkirchen wartet auf den Hundecoach der nächste Fall. Und das ist ein wirklich ganz spezieller. Es gibt Hunde, die können ganz schlecht alleine zu Hause bleiben. Sie fiepen, jaulen und bellen. Das macht nicht nur dem Hund Stress, sondern auch dem Hundehalter und den Nachbarn. Hündin Mary hat genau so ein Problem. Was da los ist, schaue ich mir an. Basset-Hündin Mary, 7 Jahre alt, ist auf den ersten Blick total friedlich. Doch wehe, Halterin Ingrid verlässt die Wohnung. Sie geht in die Diele, geht ins Badezimmer und fängt an zu winseln. Und dann zwischendurch wird auch richtig Wolfsgeheule angestimmt. Und das geht bis zu 2 Stunden, also solange ich weg bin. Und wenn ich wiederkomme, dann werde ich stürmisch begrüßt. Aber hallo, mit Bellen und allem, so nach dem Motto, wo warst du?
Seit frühester Jugend ist die 71-jährige Rentnerin, bei der neben Mary auch noch eine Katze lebt, Fan des Fußballclubs Schalke 04. Ihre zweite große Leidenschaft gilt der Hunderasse, der auch Mary angehört. Ja, Bassets sind einfach super tolle Hunde, tolle Familienhunde. Ich liebe die und deshalb einmal Basset, immer Basset. Genau wie Schalke. Einmal Schalke, immer Schalke. Andreas Olischläger ist gespannt, was ihn hier erwartet. Hallo. Hallo. Hi Ingrid. Du hast mich gerufen. Ja. Ich bin da. Ja, schön. Ich war noch nicht ganz in der Wohnung drin, da war Mary schon bei mir. Da bin ich und ich will die volle Aufmerksamkeit. Ich habe sofort gemerkt, ja, Mary, du bekommst für deine Verhaltensweisen ziemlich viel Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, die unerwünschtes Verhalten verstärkt. Ein Teufelskreis. Soll ich sofort anfangen, dir ein paar Sachen zu sagen, die mir auffallen, oder soll ich warten? Ja, es gibt bestimmt eine Menge, die nicht stimmen bei Mary, das weiß ich. Jetzt bin ich hier reingekommen, ich setze mich hier hin, sie hat mich ein paar Mal angesprungen, aber habe ich ihr Beachtung geschenkt? Nein. Nein, aber du schenkst ihr Beachtung, auch für ein aufforderndes Verhalten. Also erzieht Mary Ingrid. Da hat er voll recht, aber sie ist nun mal der Mittelpunkt meines Lebens. Und dass das aber für uns beide nicht gut ist, deshalb habe ich ihn ja um Rat gefragt. Der Hund als Mittelpunkt des Lebens, der ständig alle Aufmerksamkeit bekommt? Könnte das vielleicht auch der Grund dafür sein, dass Mary jault und heult, wenn sie allein ist? Hat sie das schon immer gemacht? Nein, oder so? Ich bin umgezogen im Januar. Okay. Und dann ging das los. Die ungewohnte Umgebung hat sie dann auch sofort geweint. Die Nachbarn haben sich schon Sorgen gemacht, mir wäre was passiert. Das ist ja Stress für den Hund, Stress für mich. Ich nehme sie dann schon mit zum Einkaufen, lasse sie im Auto, aber das ist ja keine Lösung. Das war in der anderen Wohnung, war das alles kein Problem. Sie hatte damals ein Körbchen, also so eine Decke, oder? Mhm. Und dann hat sie sich da draufgelegt und gewartet. Und hier... Hat sie den gleichen Korb hier, Nein. die gleiche Decke? Ich habe den Platz hier nicht mehr. Der Korb, den gibt's auch nicht mehr? Doch, den gibt's noch, aber bei meiner Schwester, den habe ich nicht mitnehmen können. Meinst du, das könnte daran liegen? Ein alter Hund, ein alter Baum wird versetzt in ein neues Zuhause. Das bedeutet für viele Hunde schlichtweg Stress. Und wenn das dann auch noch ein Hund wie Mary ist, der eben von dieser Aufmerksamkeit lebt und dann alleine gelassen wird, ja, dann ist eben die Verlustangst sehr groß. Welche Frage ich mir stelle ist, ist es nur Marys Problem oder ist es auch dein Problem? Kannst du sie gut loslassen? Ich glaube schon, dass ich sie gut loslassen kann. Eben hast du mir das Gegenteil gezeigt. Ja. Weißt du? Ich hätte aber schon einen Ansatz, wie man das Problem zumindest verbessern könnte. Ja. Wenn wir dich versuchen, ein Stück weit zu verändern. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Was ich jetzt gerne machen würde, wäre, wir stellen hier mal Kameras auf. Mhm. Und dann gehen wir zweimal raus, weil ich will ja wissen, wie Mary sich verhält, wenn wir das Haus verlassen. Ja. Kameras im Flur und im Bad, deren Bilder dann auf ein Tablet übertragen werden, sollen zeigen, was wirklich in der Wohnung vor sich geht, wenn Mary allein zu Hause ist. Jetzt wartet sie. Jetzt lauscht sie auch. Ja, genau. Da fiebt sie auch. Sie stellt sich auch hoch am Fenster, ne? Ja, hochstellen kann sich gut. Okay. Das tat mir dann doch sehr weh, wie ich das gesehen habe. Wenn sie da so weint und jault und winselt. Und so möchte ich meinen Hund nicht haben. Ne? So traurig. Aber sie geht immer wieder an denselben Platz. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Ich würde schon fast sagen, du legst die Decke ins Badezimmer. Aha. Dann hat sie da ihren Platz. Was wir jetzt machen, wir gehen rein, setzen uns drinnen kurz hin, warten, gehen wieder raus. Bitte jetzt Mary nicht beachten. Okay? Komm. Als die beiden zurückkommen, ist Mary vor Freude schier außer sich. Doch als niemand auf sie reagiert, gibt sie alles. Keine Beachtung schenken, keine Beachtung schenken, keine Beachtung schenken. Schick sie ruhig runter, ohne sprechen, nicht auf ihre Energie einlassen. Ja. Sollen wir nochmal rausgehen? Ja, gehen nochmal raus. Alles klar, okay, dann komm. Im Umgang mit Mary darf Ingrid jetzt lernen, loszulassen.
aber nicht nur für 2 Minuten oder für 3 Minuten, sondern für einen längeren Zeitraum und dabei auch kein schlechtes Gewissen bekommen. Ich will die beiden ja nicht auseinanderreißen. Ich möchte nur, dass jeder so ein bisschen mehr Raum bekommt. Jetzt ist sie wieder da, jetzt fiebt sie. Und jetzt gehen wir wieder rein. Mhm. In solchen Momenten ist es ganz, ganz wichtig, den Hund nicht zu lange in diesen Stresszustand zu versetzen. Heißt, der Hund hört auf zu fiepen oder zu jaulen und dann geht man rein. Damit der Hund eben lernt, ah, okay, wenn ich jaule, kommt keiner, aber wenn ich ruhig bin, dann kommt die Person wieder rein. Als wir zum zweiten Mal reingegangen sind, habe ich schon gemerkt, ah, Mary, jetzt merkst du, dass Ingrid sich verändert. Sie hat mitbekommen, ach, okay, wenn ich den Hund weniger beachte, dann schenkt der Hund mir auch weniger Beachtung. Und das ist das Mittel. Sie liegt. Das ist super. Da haben wir schon einen Teil der Miete drin. Ja, schön. Wo fährst du in Urlaub, wenn du fahren kannst? An die See. An die See? Liebst du die See? Ja. Sehr schön. Spaziergänge am Meer? Ja. Wunderbar. Das machst du jetzt immer dann, wenn du hier reinkommst und dich hier hinsetzt, denkst du an das Meer. Ja. Wir machen es so. Ich würde mich freuen, wenn hier vielleicht bei meinem nächsten Besuch irgendwo ein Bild vom Meer hängt, wo du drauf gucken kannst. Okay. Da würde ich mich freuen. Mhm. Ja? Okay. Hauptsache, du lässt dich nicht auf diese unruhige Energie ein. Ja, genau. Gut? Okay. Und jetzt ist der Zeitpunkt da. Was machen wir jetzt? Wir gehen noch mal raus. Richtig. Bitteschön. Erneut geht es vor die Tür. Und schon zeigt sich eine Entwicklung. Zwar geht Mary auch diesmal wieder ins Bad, legt sich dann aber nach kurzem Fiepen hin. Jetzt gehen wir. Warum? Weil sie ruhig war. Und schon am ersten Trainingstag zeigt sich, zwischen Mary und Ingrid hat sich durch kleine Veränderungen schon einiges getan. Nach dem dritten Versuch fand ich das Gefühl super, dass sie nicht so direkt auf mich zustürmte, sondern auch ein bisschen Distanz ließ zu mir und mich einfach ein bisschen in Ruhe gelassen hat. Jetzt kannst du dich hinsetzen. Ich habe noch ein paar Aufgaben für dich. Okay. Ganz wichtig, bitte besorg den Korb und die Decke, wo die Mary mit vertraut ist. Dann hat sie bestimmt noch mal so eine vertraute Energie bei sich. Zum Zweiten das Bild vom Meer, damit du immer daran erinnert wirst, bloß nicht in die Energie des Hundes gehen, sondern in deiner Energie des Meeres bleiben. Ja. Ganz wichtig, nicht anschauen, nicht ansprechen, nicht anfassen. Wenn sie in so einer unruhigen Energie ist, wenn du hier reinkommst. Gut. Das war's heute hier für mich. Ja. Ich freue mich, wenn du mich in meinem Revier für Hunde besuchst. Mache ich. Und dann gerne. War's das für heute. Ja, dann bring ich dich noch zur Tür. Alles klar. Also nach diesem ersten Termin mit dem Andreas habe ich schon das Gefühl, dass das was werden kann mit uns beiden, mit der Mary und mit mir, dass wir das wieder hinkriegen. Im Revier für Hunde wird Andreas Olischläger Ingrid von Mary trennen und sie mit vielen fremden Hunden konfrontieren. Wie wird Mary reagieren? Melanie und Jochen sind mit Spike auf dem Weg zu Andreas Olischläger. Bei Leinenbegegnungen mit Artgenossen war der Schweizer Sennenhund bisher kaum zu halten. Der Spike hat sich ja zu Hause an der Leine echt von seiner nicht unbedingt besten Seite gezeigt. Also ein Hund mit richtig viel Kraft. Meine Aufgabe war es ja zu schauen, dass mehr Stabilität in die Beziehung reinkommt zwischen Melanie, Jochen und Spike. Der Spike ist natürlich kein Hündchen. Das ist ein richtig großer, starker Hund. Und den zu führen, dazu braucht man ganz viel Konsequenz. Hallo, hallo. Andreas. Hallo. Grüße dich. Ich dachte schon, du wärst alleine. Ah, du bist auch noch da. Hallo Melanie, hallo Jochen. Wir sind zu dritt da. Ihr seid zu dritt. Okay. Und wer steht zuerst? Ja, Spike wieder halb Meter vor uns. Warum? Das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil du hast ihn ja an der Leine. Warum lässt man so einen großen, starken Hund die Führung übernehmen? Jochen meint es gut, aber er hatte wieder den Fehler gemacht, wie beim letzten Mal, viel zu viel Gutmütigkeit und eben Freiraum für Spike. Ja. Wie läuft's denn? Ja, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, es hat einmal geklappt. Es hat einmal geklappt? Ja, also wir haben versucht, viele, viele Hundekontakte, Hundebegegnungen herbeizuführen. Ja. Der Großteil davon hat nicht geklappt. Also Spike ist nach wie vor an die Leine gegangen. Wir haben die richtigen Punkte nicht erwischt, um ihn quasi zurückzuhalten. Und ja, bis auf einmal, wo es wirklich dann mit dem zweiten Anlauf wieder super geklappt hat, war alles eher mit
Fehlversuchen gekrönt. Okay, habt ihr denn die Aufnahmen gemacht? Kann ich die mal sehen? Ja. Super. Die, die geklappt haben und die, die nicht geklappt haben. Ja, von den nicht geklappten haben wir mehr. Oh ja. Das hat halt nicht geklappt. Ja. Und dann, das war das zweite Mal dran vorbeigehen. Wir haben die angesprochen, wie du gesagt hast. Okay, super. Und der Mann war sehr nett und sagte direkt, ja, das machen wir nochmal. Ne? Jetzt ist super, aber jetzt geht er schon wieder in die, war schon wieder kurz in der Energie. Ich will jetzt Randale machen. Du bist nicht konsequent genug in deiner Körpersprache. Ja. So, was ich jetzt gerne hätte, ihr geht mal die Straße runter und gleich kommt jemand mit einem Hund. Gerne. Und dann verhaltet ihr euch so wie immer und ich helfe euch dann. So machen wir es gerne. Bis gleich. Bis gleich. Wenn Hunde ständig Stress an der Leine machen, ist meist das unsichere Verhalten, die unklare Körpersprache der Halter die Ursache. Und dann übernimmt der Hund das Kommando, so wie Spike. Die Hundebegegnung war eine Katastrophe. Ganz einfach, da passte nichts. Spike ging in die Leine. Jochen hat versucht, ihn zu halten. Jochen hat versucht, ihn zu führen. Keine Chance. Spike hatte einfach die Zügel in der Hand. Wie das geht, die Zügel in die Hand zu nehmen, zeigt Andreas. Rüber jonglieren, raus aus der Situation, Leine locker. Einladen. Super! Wenn ich mit einem Hund wie Spike in die Situation reingehe, jongliere ihn dann wieder raus aus der Situation, guckt er mich an und ich sage ihm, fein, super, weil der Hund nimmt Kontakt zu mir auf. Der Hund vertraut mir in diesem Moment. Er will dann nicht zum anderen Hund hin. Also übernehme ich die Führung und nicht der Hund. Andreas möchte, dass Melanie und Jochen mehr Selbstvertrauen im Umgang mit Spike entwickeln. Und dass sie verstehen, dass sie sich verändern müssen und nicht der Hund. Und jetzt klappt es auch schon viel besser. Jetzt hast du auch gut vorbereitet. Mensch, war ich glücklich. Ich glaube, er brauchte so ein Stück weit auch die psychologische Unterstützung, aber er kann es. Und Melanie? Wir erinnern uns. Zuletzt wäre es am Ufer der heimatlichen Sieg fast gefährlich geworden. Und heute? Nur ein kurzes Zucken von Spike. Melanie bekommt ihn sofort wieder unter Kontrolle. Welch ein Fortschritt. Nicht in die Leine reinbeißen lassen. Super. Ja, ist toll. Also wenn einfach man während des Spaziergangs einfach so an dem anderen Hund vorbeigehen kann, ohne dass Spike der Stall geht, das ist schon was Tolles. Das ist ja eigentlich das, wo wir auch hinkommen wollen, dass man quasi nicht beim Spaziergang mit dem Hund permanent drüber nachdenken muss, was kommt jetzt da vor mir, jetzt kommt jemand mit anderem Hund auf mich zu, oh Gott, was passiert. Ich würde jetzt gerne mit euch ins Revier gehen und mal 1, 2, 3 Hunde zu Spike lassen und mal gucken, wie er damit umgeht, wenn mal ein freilaufender Hund auf ihn zukommt. Mhm. Ja? Mhm. Sollen wir? Mhm. Gerne. Kommt. Doch bevor es dazu kommt, möchte der Coach Melanie und Jochen auch hier erst noch einmal die Chance geben, sicherer im Umgang mit Spike an der Leine zu werden. Wir lassen jetzt gleich mal ein Hund oder zwei rüber bis an den Zaun und du kannst mal üben, ihn hier am Zaun mit der Leine so ein Stück weit einzugrenzen. Ja. Ja? Ob wir dann Hunde rüberlassen, sehen wir. Okay. Okay. Jetzt kannst du mal rangehen. Nein. Nein. Du sprichst zu viel? Nein. Jochen, komm noch mal zurück zu mir, bitte. Muss Jochen schneller reagieren, auf den Punkt kommen und dann auch klar zeigen, hey, jetzt gehst du hier mal weg vom Zaun, ich übernehme wieder die Führung. Manchmal geht mir das ein bisschen zu langsam. Wie es schneller, besser und konsequenter geht, demonstriert sehr klar und deutlich eine seiner verlässlichsten Mitarbeiterinnen. Jack Russell Mix Molly. Sie hat Bescheid gesagt. Wenn die Menschen sich von Molly das abschauen und auch umsetzen, läuft's besser. Sie war nicht aggressiv, sie war nur konsequent. Wenn wir Menschen auch konsequent sind, ohne aggressiv zu sein, läuft's auch besser mit der Mensch-Hund-Beziehung. Und endlich geht es auf die große Wiese. Doch hier läuft es alles andere als rund. Die Hunde, die Andreas mitgenommen hat, nehmen keinen Kontakt zu Spike auf, scheinen ihn regelrecht zu meiden.
Die Hunde haben gemerkt, Spike hat so eine Energie bei sich, wo die nichts mit zu tun haben wollten. Die haben sich dann ein Stück weit distanziert. Die haben sich zurückgezogen. Spike stand da so, keiner will mit mir spielen. Ja klar, erst mal ankommen, Ruhe bewahren und sich angemessen verhalten. Und dann bekommst du auch neue Freunde. Aber noch mehr als neue Freunde braucht Spike eine gute Beziehung zu seinen Haltern. Wenn Melanie und Jochen lernen, ihren Blick auf ihren Hund und ihr Verhalten zu ändern, ist alles möglich. Zu Hause macht ihr bitte weiterhin Leinenbegegnungen. Ihr übt wirklich an anderen Hunden, an anderen Leuten vorbeizugehen. Macht bitte noch ein paar Videos zu Hause. Die würde ich mir gerne beim nächsten Mal angucken, gerne, wenn ich euch wieder besuchen komme. Und dann hoffe ich, ihr habt ein paar Fortschritte gemacht. Es ist auch nicht schlimm, wenn es schon mal Rückschläge gibt. Das gehört dazu. Das ist normal im Leben. Ja. Ja, aber seid fleißig, konsequent und trotzdem liebevoll zu euch und zum Hund. Ich bringe euch noch nach vorne. Alles klar. Danke dir. Danke. Auch Ingrid ist auf dem Weg zu Andreas Ohlig-Schläger. Mit Mary, die immer herzzerreißend jault, wenn Ingrid die Wohnung verlässt. Die Ursache? Der Coach hatte einen Verdacht. Wenn Hunde nicht alleine bleiben können, liegt es nicht immer am Hund. Es kann auch sein, dass der Mensch nicht loslässt. Also wenn ein Hund lernen soll, alleine zu Hause zu bleiben, gilt es, dass der Mensch auch lernt, den Hund auch ein Stück weit loszulassen. Im Fall von Mary und Ingrid ist es so, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, Ingrid kümmert sich gerne um Mary. Will sie wirklich haben, dass ihr Hund auch ohne sie sein kann? Ich war mir ja nicht so ganz sicher. Und? Wie läuft es? Ja. Mal so, mal so? Ja, ja, genau. Okay. Sie macht noch Geräusche. Randale. Ja, Randale jetzt nicht, aber sie fiept ein bisschen rum. Sie fiept und manchmal heult sie auch. Hast du dich an unsere Abmachung gehalten? Ignorierst du sie ein bisschen mehr? Ja. Das hat gewirkt? Ja, ja, sofort. Also ich gehe durch, setze mich erstmal auf die Couch. Ich beachte sie überhaupt super nicht. Super, sehr schön. Und irgendwann legt sie sich dann irgendwo hin. Okay, super. Weißt du, was ich heute mit dir vorhabe? Nein. Ich möchte mit dir hinten zu Hunden rein. Dann bleibt die Mary da. Und du gehst mal raus. Okay. Und ich will sehen, was macht sie? Liegt es an dir, wenn du weggehst, oder ob es an der Wohnungssituation ja, liegt? Ja, okay. Okay, hast du ja, Lust? Bin ich gespannt drauf. Komm, wir gehen. Es geht in einen kleineren Bereich des Reviers. Die Stimmung scheint gut. Alle sind neugierig, vor und hinter dem Zaun. Was passiert, wenn Mary auf viele fremde Hunde trifft? Jetzt ist Zeit zum Ableinen. Du kannst sie bitte mit Halsband komplett befreien und dann kann sie sich hier austoben. Ich bin mal gespannt. Ein besonderer, oft unberechenbarer Moment. Manche Hunde reagieren völlig nervös, unsicher und ängstlich oder rennen zum Zaun, bellen, flippen total aus. Und es gibt Mary. Ach, da machen wir es heute mal umgekehrt. Die Mary geht ins Revier, nicht die Hunde vom Revier kommen zu Mary. Mary, was machst du denn für Sachen? Dieser Hund ist so entspannt und so relaxed, das war der absolute Wahnsinn. Ich habe sofort diese tolle Energie gespürt, eine Wohltat doch zuzuschauen. Gerade fühlt sich Mary sehr, sehr wohl. Und jetzt ist der Moment da, wo ich Mary hier alleine lasse. Ingrid geht jetzt mal raus. Ingrid, jetzt kannst du aufstehen und rausgehen. Natürlich ohne deinen Hund zu rufen. Und jetzt? Wird Mary ihr sofort folgen und wieder großes Gejaule ausbrechen? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist der Stuhl leer. Und dann bin ich mal gespannt. Da. Ich glaube, Mary hat noch nicht mal mitbekommen, dass Ingrid weg ist. Wo ist die Mama? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist doch wohl nicht wahr. Das muss raus, die Energie muss raus. Super. Das heißt also, ein Hund, der Verlustangst hat und zu Hause nicht alleine bleiben kann, wird einfach ins Revier gebracht. Dann ist er auch nicht mehr alleine. So, der Stuhl ist leer, aber Monty ist wichtiger. Mary hat Ingrid keine eine Sekunde vermisst. Sie hat sich wohlgefühlt.
Sie braucht in solchen Momenten Ingrid nicht unbedingt. Wir gehen auf die Wiese. Komm. Und die Mary auch. Die hat dich null gesucht, null vermisst. Ja. Gar nichts. Aha. Ganz im Gegenteil. Mary geht es bestens. Unter so vielen Hunden blüht sie richtig auf. Wenn sie das Problem nur mit dir hätte und das spezifisch wäre, dann hätte sie dich eben sofort gesucht. Und sie würde auch jetzt nur an deiner Seite kleben. Und das tut sie nicht. Geht es dir damit gut? Ja, nicht so wirklich. Nee, warum? Ja, ich habe es eigentlich gedacht, sie hängt mehr an mir. Ach, willst du, dass sie an dir hängt? Ja. Aha, also im Grunde genommen möchtest du auch haben, dass sie mehr bei dir ist. Aber wenn du das haben möchtest, musst du dich nicht wundern, dass du nicht mehr alleine einkaufen gehen darfst. Nein, das geht natürlich nicht. Es gibt viele Menschen, die sich wünschen, dass ihre Hunde sie vermissen. Wenn man sich das wünscht, dann kann der Hund nicht loslassen. Dann kann er auch nicht lernen, alleine zu bleiben. Ich meine, dann müssen wir auch schon mal allein in Urlaub fahren können. Allein mal ein Wochenende weg, abends rausgehen, einkaufen oder was auch immer. Der Hund sollte lernen, alleine zu Hause zu bleiben. Ich möchte dir noch einen Moment schenken. Einen einzigen Moment für dich und Mary. Die Wiese und das Revier gehört dir. Bitte schön, nimm sie mit, ist dein Hund. Komm, Mary. Tschüss. Tschüss. Mary, komm. Ja, komm. Und nun ist Mary sofort an Ingrids Seite. Ein ganz besonderer Moment für die beiden. Das spüren auch Andreas und sein Team. Eine ganz wichtige Erfahrung, dass etwas mehr Abstand und Distanz letztlich zu mehr Nähe führen. Als ich mit Mary alleine über die Wiese gegangen bin, da war ich ein bisschen überrascht, dass sie bei mir geblieben ist und nicht weggelaufen ist und die ganze Zeit eigentlich bei mir geblieben ist. Und das hat mich doch sehr gerührt. Vielleicht gebe ich ihr nicht genug von dem, was sie braucht, was sie zum Beispiel hier hatte. Ingrid wollte immer nur das Beste für ihre Mary. Und nun hat sie einen ganz neuen Blick auf ihre Hündin gewonnen. Die Erkenntnis, die ich heute bekommen habe, ist, wenn du mehr loslässt und sie mehr wieder bei sich ist und du bei dir, dann habt ihr eine Riesenchance. Ich habe eine einzige Aufgabe für dich. Bleib mehr bei dir und lass sie in Ruhe. Sie ist schon groß, sie ist erwachsen. Ich hoffe, es hat dir in meinem Revier gefallen. Ja, super. Ganz Mary toll. War begeistert. Ja, ja. Die Hunde haben uns alles gegeben, was wir brauchten. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei dir zu Hause. Ja, okay. Ich bring dich noch nach vorne. Okay. Komm. In Eitorf im östlichen Rhein-Sieg-Kreis ist Andreas Olischläger erneut unterwegs, um zu sehen, was aus Leinenpöbler Spike geworden ist. Vor wenigen Wochen zeigte der große und schwere Rüde, der zu Hause ein ruhiger Familienhund ist, dass seine Halter Melanie und Jochen keine Chance hatten, entspannt mit ihm spazieren zu gehen. Ein herausforderndes Training mit vielen Aufs und Abs. Andreas Olischläger ist heute äußerst gespannt, wie sich die Dinge hier entwickelt haben. Hallo zusammen. Hallo Andreas. Na, ihr zwei, ihr drei. Wie läuft's? Eher durchwachsen. Durchwachsen? Ja. Habt ihr viele Begegnungen gehabt oder eher wenige? Wir haben wenig gehabt, was richtig gut geklappt hat. Wir haben Leute angesprochen und darum gebeten, noch ein zweites Mal dran vorbeizugehen und so weiter. Und das klappt dann teilweise doch wesentlich besser. Was glaubst du, Jochen? Klappt es bei dir jetzt? Hat's Klick gemacht und schaffst du es, dich zu verändern? Oder? Also. Es hat Klick gemacht, dass ich verstanden habe, was du von mir willst, aber diesen Draht zum Hund, diese Verbindung, die kriege ich noch nicht so hin. Bei den Begegnungen hattet ihr ein Handy dabei und habt gefilmt, weil ich bin ja immer neugierig auf Aufnahmen. Genau. Und darf ich die sehen? Ja, ja, also ich habe gefilmt hier und da und da kannst du auch eigentlich eine ganz gute Begegnung sehen. Hat wirklich eigentlich relativ gut geklappt. Da geht er aber richtig gut an der Leine. Ja, ne? Genau. Das ist genau, schön, durchhängende Leine. Wie du siehst. Deine Körpersprache ist sehr gut. Ja. Du bist sehr cool. Guck mal. Ja, ja. Und dann hat er ganz kurz den Moment verpasst. Ah ja, okay. Aber bis dahin war's gut. Guck dir noch mal an. Komm, lass uns noch mal angucken. Du siehst selber ganz genau, wo der Moment war, wo du es verpasst hast. Ja. Wann hätte er eingreifen müssen? Da ist noch alles gut. Da ist noch alles gut. Ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Da. Da. Bingo. Ich glaube, wenn du ihn kurz abgezischt hättest in dem Moment oder
einen Schnipp gemacht hättest, dann hättest du ihn erreicht. Ja. Und dann wäre er vielleicht mal kurz, hätte er sich aufgebäumt, wäre aber dann weitergegangen. Ja. Und das ist eine Timingfrage. Genau. Ja. Aber das kommt. Video habe ich gesehen. Super. Also, da kannst du dir schon mal auf die Schulter klopfen. Vielen Dank. Aber jetzt würde ich natürlich alles gerne mal in live sehen. Das richtige Timing umzusetzen ist verdammt schwer. Und das braucht Zeit. Ob es bei der nächsten Begegnung klappt? Spike wirkt angespannt. Nein. Bleib. Bleib. Das war schon mal so, dass es gar nicht handelbar war. Jochen hatte aber die Situation doch unter Kontrolle. Selbst als Spike ausgeflippt ist, hat Jochen ihn sehr schnell wieder zur Ruhe gebracht. Und das ist ausschlaggebend. Man muss diese kleinen Erfolge wirklich richtig groß feiern. Der kleine letzte Schliff, ja. Da macht er, der baut sich auf, der baut sich auf. Und wenn du da nicht im Timing ihn da unterbrichst, dann bricht er dir aus. Ja. Und das hätte ich gerne, dass du das jetzt noch mal machst. Ja. Ja, weil ich weiß, du kannst daran vorbeigehen, ohne dass er ausflippt. Versuch mal gerne noch mal. Ja? Ja. Super. Wunderbar. Bitteschön. Ist die Körpersprache auch eine andere? Hm. Super. Wahnsinn. Sehr gut. Schön. Sehr schön, ja. Gut sehr gemacht, gut, sehr ja? gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kannst du gerne mal näher kommen, hältst aber Abstand und bleibst hier auf derselben Höhe stehen. Und stehen bleiben. Wunderbar. Jetzt ist er bei dir. Ja. So wünsche ich mir das eigentlich jedes Mal, dass man einfach locker dran vorbeikommt. Spike eher auf mich fokussiert ist, bei mir dann guckt, was ich gerade mache und nicht so auf den anderen Hund fokussiert ist. Ja, das ist unser Ziel. Ich denke, darauf arbeiten wir hin. Da braucht man noch ein bisschen Zeit und dann werden wir es schon hinkriegen. Und ich gucke so optimistisch in die Zukunft. Kann auch Melanie jetzt zeigen, dass die Übungen der vergangenen Wochen endlich Früchte getragen haben? Das reicht schon. Und jetzt kannst du wieder zu uns kommen. Du bist cool. Du bist cool. Du bist cool. Kleine Erfolge sind große Erfolge. Das ist echt so. Komm ruhig zu uns. Also ich denke, dass uns diese drei Termine schon wirklich gut nach vorne gebracht haben. Das ist einfach mal diesen Spiegel vorgesetzt zu bekommen, zu sagen, hey, arbeite nicht nur am Hund, arbeite an dir selber. Es wird noch besser werden von Mal zu Mal und wir werden weiter die Konfrontation suchen mit anderen Hunden. Und von daher hat uns das auf jeden Fall sehr weitergebracht, diese drei Termine. Ja, ihr Lieben, heute hat der Spike wieder gezeigt, dass beides möglich ist. Die erste Begegnung an der Leine ist immer erstmal ein bisschen stressbeladen. Er ist grundsätzlich ein absolut verträglicher Hund. Das wisst ihr selber auch. Der braucht eben nur immer mehr viele erste Begegnungen an der Leine. Das ist sein Problem. Und wenn ihr das übt, dann klappt das auch. Das war's. Vielen, vielen Alles Dank. Gute. Gerne, genau. Gerne. Bis Andreas, dahin. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Komm, Spike. Und nun ist der Hundecoach sehr gespannt, wie es in Gelsenkirchen geklappt hat bei Ingrid und Mary. Nach dem Umzug in eine neue Wohnung konnte Ingrid nicht das Haus verlassen, ohne dass die Basset-Hündin in lautes Geheule ausbrach. Beim Training zeigte sich, Ingrid muss ihr Verhalten ändern. Mary mehr loslassen, damit sie nicht mehr so auf sie fixiert ist. Was hat sich inzwischen verändert? Als ich reingekommen bin, hat Mary mich wieder angerempelt. Also so viel hat sich irgendwie noch nicht getan. Aber Mary ist ja für mich so ein Hund. Kann ich ihm es übel nehmen, wenn er sich daneben benimmt? Wie geht's dir? Gut. Wie geht's euch? Prima. Wie läuft es? Ja, also gestern war wieder ein guter Tag. Da habe ich so 20 Minuten alleine gelassen, war im Keller. Hast du irgendwas gehört oder hast du das Handy aufgestellt? Ich habe das Handy aufgestellt. Hier. Ah, okay. Könnte ich dir zeigen. Aber 20 Minuten sind 20 Minuten. Ja, also ja. Das ist ja schon mal sehr gut. Da ist jetzt nicht viel zu sehen. Du siehst nur, dass sie da liegt. Das ist Badezimmer? Ja. Was ist das für eine Decke? Ist das ist die Decke. Die alte Decke von ihr? Die berühmte Decke, ja. Ah, die habe ich da hingelegt. Hast du den Eindruck, das hilft ihr so ein bisschen, wenn sie sich da reinlegen kann? Oder ist ihr das egal? Was glaubst du? Ich glaube schon, dass sie die Decke vermisst hat. Ja. Denn sie legt sich häufig da rein, auch sonst mal. Ja. Wenn sie ihre Ruhe haben will, geht sie auch schon mal ins Badezimmer und legt sich da hin. Ach super, okay. Das heißt, das ist unterstützend für sie. Ja, ja. Toll. Also das hat schon geholfen. Ja, sehr gut.
ihre alte Decke ist wieder da. Ja. Sprich, sie hat da wieder etwas mehr Ruhe. Und Ruhe hatte ich dir ja auch empfohlen. Und zwar hatte ich dir ja den Vorschlag gemacht, häng dir doch einfach mal ein schönes Bild vom Meer hier in die Wohnung, damit du darauf schauen kannst und dann dich daran erinnerst, wieder in die Ruhe zu kehren. Hast du es gemacht? Ja, habe ich gemacht, ja. Das hängt da, das Bild. Ach, okay. Das war der letzte Urlaub mit meiner Mutter. Schön, ne? Wann war das? Oh, vor 10 Jahren ungefähr. Ach, okay. Weißt du, was das gerade für mich bedeutet, was du da sagst? Das berührt mich jetzt selber so sehr. Meine Mama ist vor 3 Jahren gestorben. Und ich wollte unbedingt noch mal mit ihr ans Meer. Hm. Ich hab's nicht mehr geschafft. Auch schade. Mhm. Dass dieses Bild jetzt bei Ingrid hing, hat mich extremst berührt. Sie holt dieses Bild hoch, hängt das auf. Ich sehe dieses Bild und werde selber an meine eigene Geschichte erinnert. Wie schon bei seinem ersten Besuch stellt Andreas Ohligschläger nun Kameras auf, um dann draußen beobachten zu können, wie Mary reagiert, wenn Ingrid mit ihm die Wohnung verlässt. Der erste Eindruck? Positiv. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Also es ist ruhig. Letztes Mal ging es, glaube ich, schneller. Ja. Das Fenster ist auch auf, wir müssten was hören. Badezimmerfenster ist offen. Sieht schon mal gut aus. Mhm. Ich glaube, wir gucken mal. Ja. Oder? Ja. Noch vor wenigen Wochen beschallte Mary die Nachbarschaft mit lautem Gejaule. Und heute? Danke zu. Süß. Das ist eine zum Liebhaben, oder? Ja, total. Total. Die Matte. Die Badematte. Mhm. Das ist ihr Platz, ne? Irgendwie. Manchmal meint wer Standbild, ne? Mhm. Die rührt sich nicht. Dass Mary noch auf Ingrid wartet, gut, das ist normal. Das ist ein älterer Hund, der wird jetzt wieder an eine neue Situation gewöhnt und braucht jetzt einfach seine Zeit, bis er sich den Gegebenheiten anpassen kann. Auch nach mehreren Minuten ist Mary zwar nach wie vor im Bad, jedoch bleibt sie still, legt sich sogar hin, wirkt fast schon entspannt. Mich freut es, dass sie so ruhig ist, ne? Und nicht die ganze Zeit hin und her läuft. Ja. Dann hätte sie richtig Stress, ja. Aber den hat sie nicht. Mhm. Das ist auf einem richtig guten Weg. Mhm. Ja, ich habe mich gefreut, dass er dann ruhig war und dann auch gezeigt hat, dass wir schon was miteinander erarbeitet haben. Das fand ich toll. Immer dann, wenn es gut läuft, bin ich zufrieden. Und dann ist für mich mein Coaching hier erstmal zu Ende. Wir haben ein gutes Ziel erreicht. Genau. Toll. Es ist immer noch ein bisschen Arbeit. Es wird bestimmt noch mal so sein, dass sie ab und zu noch mal ein paar Laute von sich gibt. Ja. Aber aus 20 Minuten werden 21 und dann irgendwann auch 60 Minuten und mehr. Okay. Es hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten, auch Mary kennenzulernen. So ein toller Hund, super, hat mich gefreut. Ja. Ingrid, danke, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja? Bis okay. dahin. Tschüss. Für Andreas geht ein ganz besonderer Fall zu Ende. Und für Ingrid geht es zurück zu ihrer Mary, mit der sie gemeinsam in den vergangenen Wochen so viel erreicht hat.